Okay. Dann fliegen wir das gute Stück mal an. Ich habe ja auch gelesen, dass jedes Mal, wenn ich die Zitadelle verlasse, mein Schiff vollgetankt ist, was natürlich sehr praktisch ist. Andocken. Nein, nein, ja. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, ich glaube zum Präsidiumsunterhaus. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Bin mir bei euch ganz sicher, muss ich gestehen. Guck mal gleich für die Karte. Liara, tatsächlich, Miriam am Marktplatz nach 6. Ach so, da ganz unten irgendwie. An der ich ja irgendwie schon scheinbar 10.000 Mal vorbeigelaufen sein soll. Ich hab's wirklich nicht mitbekommen. Oder wenn, dann habe ich es irgendwie nicht absichtlich gemacht. Gehen wir hier runter. Gehen wir da runter. Gehen wir da runter. Na, ist meine, wo ist meine blaue Schönheit? Ihr Name ist Tashia Poray. Natürlich. P-O-R-A-I. Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war. Können Sie mir sagen, ob sie Befehl hat, keine Verbindung mit ihrer Familie aufzunehmen? Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal von ihr gehört habe. Ja. Aber wenn sie verletzt wäre, würde ich verständigt, oder? Vielleicht können wir mit ihr reden. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Ah, ja. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Ja, es tut mir leid. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Gut. Ich habe es nicht mitbekommen, es war wieder Anruf im Hintergrund, aber ich habe diesmal mittlerweile das Telefon nach unten gestellt, also laut dürfte es nicht mehr sein. Wo ist Lia? Ah, da ist er. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Kinder sind irgendwie süß. Unauffällig zu dir rüber, guck, Liara. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Erzählen Sie mir mehr über sie. Du hast mir eigentlich noch nie was von deiner Familie erzählt, stimmt. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Ich will mehr als Freundschaft. Freunde. Alter, hab ich doch klar gemacht, Mann. Genug, Liara. Das klingt richtig ernst. Ist es. Was auch passiert. Ich will mein Leben mit ihm verbringen. Ja! Dann haben Sie ja richtig Glück, dass ich das auch will. Ich weiß. Wie schön. Irgendein Erfolg. Boah, ist die Schrift klein. Was geht in eine romantische Beziehung ein? Irgendwas anderes. Es ist, mein Gott. Hallo, Shepard. Ja, hallo, Liara. Nachdem wir uns kurz unsere ewige Liebe gestanden haben. Hallo, Shepard. Ja, cool. Aber freut mich, dass es mal wieder ein bisschen was aufwärts geht oder weitergeht. Ich war jetzt schon ganz kurz schockiert. Oh, ich würde jetzt gerne mehr Zeit mit ihr verbringen als Freunde. Cool, Liara. Das ist überhaupt kein Stich in mein Herz mit einer glühenden Nadel. Nein, das ist super. So, kann ich hier noch was kaufen, bestimmt. Willkommen bei Cyprotein Waffen. Boah, verbessertes Zielfernrohr. Uiuiui, nehme ich doch mit. 6000 Credits habe ich bestimmt noch übrig. Oh, natürlich ein besseres Magazin. Bringt auch was. Oh, ich wollte das Thermozielverrohr haben. Ach ne, das ist Sturmgewehr, das Thermozielverrohr. Ist egal, alles cool. Geschäft verlassen, ich muss weg. Weil ich werde schon wieder voll gequatscht. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz solange wie es halt einfach dauert, muss man sagen, hochgehen
in die Botschaften zum Spectre-Terminal. Auch da wurde ich die Vase mal darauf hingewiesen, dass ich endlich mal die Nachricht von Miranda abzulesen hätte und sowieso mal eigentlich alles vom Spectre-Terminal abzulesen hätte, was es da so lesen gibt. Mach ich es einfach mal. Kann man ein bisschen hinmachen. Oh, da sind wir auch schon. Spectre-Status erkannt. Ich würde gern zu den Botschaften, genau. Nachdem ich jetzt die ganze Zeit gesucht hatte, wo Miranda wohl stehen könnte, wurde mittlerweile mitgeteilt, dass ich Miranda nicht persönlich treffe, sondern einfach nur... Ja, dass ich einfach nur das Terminal benutzen sollte. Mit der kann ich auch was sprechen hier. Ach, mit Samara, mit der, ja. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falaire ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Das wird schon was heißen, wenn du was sagst. Es ist eine Ehre. Es ist nicht unsere letzte Schlacht. Das stimmt. Das sind nicht unsere letzten Stunden. Ich gewinne diesen Krieg. Wir gewinnen diesen Krieg, Shepard. Wir. Kein Zweifel. Aber die Galaxie wird sich dadurch mit Sicherheit für immer verändern. Das glaube ich auch, ja. Wie, weiß nicht einmal ich. Das ist demütigend, aber vielleicht auch gut so. Ja, genau. Wie verhalten sich eigentlich die Justikarinnen im Krieg? Ich meine, die sind eine ziemlich mächtige Waffe. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Ja, es klingt ein bisschen trostlos, das stimmt. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Nö, ist okay, ganz ehrlich. Und was meinst du, Reaper? Ich hab nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Ihr Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Aber was denken Sie? Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Das ist eine gute Idee, ja. Falaire, genau. Kommt Falaire in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Falaire. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Aber wenn du nicht mehr an Familie legst, dann verlierst du ein bisschen die Bindung zu deiner eigenen Volk, nicht wahr? Zum Glück haben sie aber noch eine. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Falaire einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Ja, gerne. Viel Glück. Samara wirkt schon sehr, sehr fatalistisch. Also sie wirkt halt schon wirklich so, als ob sie jetzt praktisch in den Tod reiten würde, die letzte Schlacht. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Mal wieder. Ich glaube vielleicht nicht unbedingt daran, aber Shepard glaubt natürlich euch sehr unbedingt daran, aber es reicht mir, wenn du daran glaubst und uns dafür praktisch viel Glück wünscht. Oh. Der Antrag ihrer Tochter ist bearbeitet worden. Was? Sie sagten doch, das sei unmöglich. Wie haben Sie das angestellt? Ich habe mit Freunden gesprochen, einige Gefallen eingefordert und bin ein paar Nächte länger aufgeblieben. Ich war nicht sicher, ob es klappen würde, aber alles ist in Ordnung und Ihre Tochter reist morgen nach Tessia. Ach, das ist ja schön. Eine Begleitung kommt mit, um dafür zu sorgen, dass sie ihre Verwandten auf der Heimatwelt auch tatsächlich erreicht. Danke. Vielen Dank. Sie sollten die Zeit bis dahin mit ihr verbringen. Ich kümmere mich um den Rest.
Das ist cool, mal so ein paar aufmunternde Geschichten mal neben dem Krieg, finde ich ganz geil. Gefällt mir durchaus. Ich will nichts zur Sicherheit. Ich möchte in mein eigenes wundervolles Büro. Ja, das freut mich, dass das Beta-Status erkannt wurde. Was heißt mein Nachrichtenterminal? Das oder das da hinten? Okay, das hält auf gar keinen Fall. Das wäre ja dumm. Mein Gott. Oh, wir haben ja 30. Nachrichtenterminal benutzen. Ah. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht. Aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Wie sie... Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum sollte ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt. Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Tja, da muss aber aufgehalten werden, würde ich sagen, sag ich mal. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein. Könnte ich nicht. Hm. Okay, sie jagt also praktisch ihren Vater und also ihre Schwester hinterher. Interessant. Spectre-Terminal benutzen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Und hier rechts. Spectre-Ausrüstung benutzen. Ach ja. Konzentrationsmodul für Präzisionsgewehr. Erhöht den Schaden 12,5%. Rosenkopf-Materials, Beinschienen. Nein. Wärmeinheitsstabilisatoren. Warte mal. Die salarianische Kolonie Xenoqual hat Probleme mit der Energieversorgung, die ihre Eier-Inkubatoren gefährden. Die Kolonie muss evakuiert werden, wenn sie keine verbesserten Wärmeeinheitsstabilisatoren erhält. Dann kaufen wir die doch einfach mal. Da können wir wahrscheinlich irgendwie mal was Gutes tun. Präzisionsgewehr, Hochgeschwindigkeitslauf. Wir haben ja alle möglichen coolen Kram, die wir noch kaufen können, aber ich muss jetzt nicht unbedingt das Geld raushauen ohne Ende. Ja. Genau, nee, ich muss da lang. Haben wir es also erledigt? Können wir uns praktisch wieder um Quariana und Geth erstmal so ein bisschen kümmern und wahrscheinlich noch 40 andere Nebenmissionen, die wir noch so haben. Aber das war ja auch schon mal nicht schlecht. Also nicht schlecht, ist gut. Wir haben Liara geküsst und unsere ewige Liebe gestanden. Vielleicht, wenn wir irgendwann kleine, kleine blaue Kinder haben. Das wird lustig. Die im Gras rumbuddeln. Ich für meinen Teil verlasse erstmal kurz die Zitadelle. Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Zur Normandy-Bucht. Ankunft in Andockbucht D4. Und dann wahrscheinlich raus. Aber wahrscheinlich werden die beiden wieder ein bisschen reden miteinander hier vorne. Und da sind Sie sich ja völlig sicher? Ja, Sergeant. Haben Sie seitdem etwas von Ihrem Bruder gehört? Nein, Sergeant. Also gut, Talavi. Ich werde versuchen, Sie gegen Reaper antreten zu lassen, statt gegen Cerberus. Danke, Mann. Wenn die Husts Sie erstmal fressen wollen, werden sie mir nicht mehr so dankbar sein. Tja, so kann man kleine Gefallen halt vor, das ist auch schlecht. Nicht schlecht. Gibt's hier noch irgendjemand, mit dem man reden könnte? Nein. Ich misstraue dir. Dann können wir ja zurück auf die Zitadelle gehen. Nein. Oh, ein Soldat. Ich habe auf Garvuk proteanische Datenlaufwerke gefunden. Ich lasse sie herbringen. Commander Shepard, danke. Das wird sicher eine große Hilfe sein bei der Operation, die wir gerade durchführen. Tja, gerne.
Nochmals danke, Commander. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Kein Problem, ich liefere gerne mich einen Kram, den ich irgendwie gefunden habe in irgendwelchen Systemen. So. Nein, bevor jetzt neue Nachrichten reinkommen, werde ich sofort, aber wirklich sofort hier raus. Verlassen. Dann raus mit uns, Massenportalsprung. Und zurück zur Hauptmission. Perseus Nebel, die Admiral retten und den Geth-Server abschalten. Mir wurde auch gesagt, dass ich am besten den Geth-Server zuletzt abschalte, weil das irgendwie das Ende der Nebenmission bedeuten würde. Usch! Werde ich also zuerst einmal den Admiral retten? Retten? Radoch, genau. Den Admiral retten. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht die falsche Mission ein. So. Obwohl seine orangefarbene Sonne nur etwa 90% der Masse, ich kann es gar nicht bis zum Schluss lesen, weil ich hier gar nicht aus diesem Ding hier rauskomme, aus dem Planeten. Interessant. Und faszinierenderweise habe ich auch mit der Planet auch gar nicht rangezoomt, sodass jetzt dieser Scan-Radius winzig klein wirkt auf dem Planeten. Aber okay, dann spare ich mir das Ganze und gehe erstmal direkt zur Rettungskapsel. Pock. Und nehme natürlich Telly mit, das ist ganz klar. Auswählen. Warte mal, auswählen. Was hast du noch so? Nö, das ist schon ganz nett so. Auswählen. Und nehmen wir mal James mit. Warum nicht? Der hat ja letztes Mal ein bisschen geweizt, da nicht dabei war. Also lieber mit. Annehmen. Ja, ist das furchtbar rosa. Ich... Bogenpistole, nehmen wir die? Ja, genau, wir haben auch die Geth noch weiterhin, von daher ist es völlig in Ordnung. Wie sieht's aus mit der Black Widow? Das Ding wurde ja automatisch erhöht, soweit ich weiß. Das Präzisionsthermofizier von Rohr ist jetzt Stufe 5, das ist schon ziemlich geil. Und was ist das gewesen? Präzisionsdurchschlagsmod. Das ist ganz nett. Was würde hier eigentlich ultraleichte Materialien bringen, wenn ich die mal finde? Habe ich die hier irgendwie? Nein, das erhöht den Präzision. Ach Quatsch, das braucht doch keiner. Oh ne, den Schaden hat es erhöht. Oh, aber deutlich. Das Gewicht auch? Nö. Da können wir dabei bleiben, muss man sagen. Bestätigen. Aber... Nee, warte mal. Diese Waffe... Die könnte für mich eigentlich... Ach, die ist schon relativ leicht. Dann habe ich nichts gesagt. Was ist das? Mehr Magazine. Okay, bestätigen. Dann bleibe ich mal dabei kurz. Und guck mir die anderen ganz kurz nochmal an. Du bist Telly. Du hast eine Schrotflinte. Du hast einen Graal-Dornwerfer, der relativ viel Schaden macht. Die Claymore macht noch mehr Schaden. Finde ich doch gar nicht mal schlecht. Nimm mal das halt. Und du bekommst noch den Shredder-Mod, ermöglicht das die Durchdringung, also mehr Schaden letztendlich. Obwohl er, glaube ich, schon am Maximum ist, oder? Ja. Klingenaufsatz ist nett. Brauchen wir aber nicht unbedingt den Großkleberlauf. Würde ich ganz gerne mitnehmen. Der ist ganz nett. Und was ist das? Präzision um 35%. Das ist ganz gut. Und Schrotflinte Universalklinge. Ganz ehrlich, die muss ich nehmen. Sieht einfach geil aus. Dann mache ich lieber hier die Präzision nochmal rein. Ups. Bestätigen. Was einfach scharf aussieht. Und deine Pistole ist gar nicht mal so schlecht, soweit ich weiß. Dann bleiben wir dabei. Zurück. Und der James hat ein lustiges Partikelgewehr. Mit einer sehr hohen Feuergeschwindigkeit und einen relativ geringen Schaden. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht was anderes für dich finden. Dieser Schaden ist wesentlich höher. Die Feuergeschwindigkeit ist wesentlich niedriger. Also nicht, nee. Mir wurde gesagt, dass ich eher auf die Feuergeschwindigkeit achten sollte, als auf den Schaden. Der Schaden ist auf jeden Fall höher. Die Feuergeschwindigkeit ist etwas niedriger. Okay, die Revenant. Feuergeschwindigkeit. Na gut. Oh, die hat eine hohe Feuergeschwindigkeit. Meine Güte, der Schaden ist nur ein bisschen, oder sogar ein bisschen höher. Das Geth-Impulsgewehr. Nimm mal noch das, warum nicht? Dazu bekommst du noch Stabilitätsdämpfer. Genau, mit Waffenstabilität um 40%. Das heißt vielleicht, dass du insgesamt besser triffst. Das ist ganz gut. Magazin brauchst du nicht. Durchschlagsmod vielleicht. Noch mehr Präzision, naja. Noch mehr Schaden. Ich glaube, ich bleibe dabei, genau. Vielleicht kann er ein bisschen was durchschießen. Bestätigen. Die Katana ist, glaube ich, nicht so richtig geil. Die ist besser, der Graal-Dornwerfer.
Ach nee, die Claymore ist natürlich das Beste. Natürlich ist sie das Beste. Und auch du bekommst diese geile Klinge, weil es einfach nur scharf aussieht. Und was war das noch? Was ist das eigentlich hier? Nee, das wollte ich nicht. Die Präzision mit der Strohflinte. Natürlich, warum nicht? Wundervoll. Zurück. Bestätigen. Haben wir noch Kräfte zu verteilen? Natürlich haben wir noch Kräfte zu verteilen. Der kleine rosa Typ hier hat noch eine Haftgranate, die er noch auf rüsten muss. Und zwar erhöht die Granatenkapazität um weitere 2, oder? Erhöht Schaden gegen gepanzerte Einheiten 50%. Das brauche ich nicht unbedingt, dafür kann ich Verbrennen nehmen. Also nehme ich die Kapazität. Und ich habe noch 3 Punkte übrig. Nützt mir nichts. Ich habe Stufe 56 mittlerweile. Wow, ich bin Stufe 56. Nicht schlecht. Uiuiui, ich habe auch eine Weile nicht mehr dabei gehabt, scheinbar. Also werde ich ganz kurz mal deinen Waffenmeister aufs Maximum bringen. Erhöht Gesundheit und Schilde von Gruppenmitglied um 20%, oder? Erhöht Gesundheit und Schildbonus um 40%, erhöht Nahkampfschaden um 100%, oder? Gesundheit und Schildbonus, oder? Gesundheit und Schilde von Gruppenmitglied, hä? Ach, von Gruppengliedern wahrscheinlich. Das ist gar nicht mal schlecht. Danke. Und Verstärkung. Ich weiß ehrlich, von Verstärkung halte ich mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Das nutze ich bei ihm sowieso praktisch nie. Deswegen möchte ich die Splittergranate noch ein bisschen erhöhen, weil Granaten sind richtig witzig. 1, 2, 3 und 4. Erhöht Schaden um 30% oder erhöht den Wirkungsreiz um 30%. Schaden. Und bei den Rest muss man noch ein bisschen warten. Gut, starten wir endlich die Mission rein. Commander Shepard, hier Admiral Zen. Haben Sie Sarkors Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkors sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist Kors so wichtig? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich kann sie nicht verdenken. Sie wollten den Krieg nicht und haben ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkors hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. In der Tat. Dann schützen Sie Ihre Zivilisten. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ra noch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkors ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Okay, Punkt 1 der Mission. Vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen? Es ist lange her, seit Admiral Corus ein Raumschiff verlassen hat. Hoffentlich ist er in Ordnung. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Oh. Wir werden beschossen. Sag bloß. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Die wir auch noch kaputt machen müssen. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Und da sind wir auch schon. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Ja, erhebe ich offenbar ganz, ganz massiv. Ich mache kurz mal einen kleinen Schnitt, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.